Ja, liebe Freunde Bob Dylans oder vielleicht auch nur der Musik von Bob Dylan. Ursprünglich sollte die heutige Veranstaltung ja am 10.12.2016, dem Tag der Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan, stattfinden. Das hat hier aus terminlichen Gründen damals nicht geklappt. Aber das Motto des heutigen Abends ist geblieben. Entsprechend des Titels eines seiner bekanntesten Lieder lautet es The Times, They Are A-Changing. Die Zeiten ändern sich. Dieses Motto ist in der Tat symptomatisch für das Werk und das Leben Bob Dylans. Wer hätte vor 10 Jahren, als er das erste Mal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wurde, gedacht, dass ihn wirklich einmal gehalten würde? Ich nicht. Und er selbst wohl auch nicht. In seiner Rede, die er anlässlich der Verleihung durch die amerikanische Botschafterin in Schweden hat verlesen lassen, sagte er selbst, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet zu werden, ist etwas, das ich niemals für möglich gehalten hätte. Noch, dass es einmal wahr werden würde. Wenn jemand mir gesagt hätte, dass ich die winzigste Chance hätte, den Nobelpreis zu gewinnen, hätte ich wohl gedacht, sind die gleichen Aussichten, wie auf dem Mond zu stehen. Aber the times, they are a-changing. Die Zeiten ändern sich. Und wer hätte das 1963 gedacht, zum Zeitpunkt, als er dieses Lied, das wir nachher von Christian noch hören werden, geschrieben hat. Bob Dylan beschreibt dort die Auswirkungen gesellschaftlichen Wandels. Und wenn man ehrlich ist, das ist aktuell wie eh und je. Hier eine kurze Übersetzung der ersten beiden Strophen. Kommt näher, ihr Leute, wo immer ihr seid, und gesteht, dass rings um euch die Flut höher steigt und findet euch damit ab, bald klatschnass zu sein. Wenn es euch darum geht, nochmal davon zu kommen, dann fangt besser an zu schwimmen oder ihr sinkt wie ein Stein. Denn es kommen andere Zeiten. Kommt ihr Schreiber und Kritiker, die ihr prophezeit mit eurer Feder, haltet die Augen offen, die Gelegenheit kommt nicht wieder und sprecht nicht zu früh, denn noch dreht sich das Rad. Und wer weiß, auch wessen Namen es am Ende wird zeigen, denn der Verlierer von heute wird der Gewinner von morgen sein, denn es kommen andere Zeiten. Bob Dylan wird 1941 in Duluth geboren und wächst in Hibbing in Minnesota auf. Seine Jugend scheint wenig erfreulich gewesen zu sein, auch wenn seine Eltern ihn musikalisch unterstützt haben. Er läuft 7 Mal von zu Hause weg. Mit 10, 12, 13, 15, 15,5, 17 und 18 Jahren. Frustriert er wiederum seine alte Vorgemeinschaft und sie pfeifen ihn teilweise bei Konzerten gnadenlos aus. Aber the times they are changing, die Zeiten ändern sich. Bob Dylan ficht das nicht an. Dann im Juli 1966 nimmt er nach einem schweren Motorradunfall eine 2-jährige Auszeit. Das danach veröffentlichte Album John Wesley Harding ist meiner Meinung nach literarisch das spannendste Album. 12 Stücke voll von Metaphern, Symbolen, Rückbesinnungen auf die Bibel, Shakespeare, die Odyssee. Die Lieder handeln von Jokern und Dieben, einsamen Hobos, armen Immigranten, Vermietern und bösen Boten. Ein amerikanisches Gesellschaftspotpourri. Für mich hätte er damals schon den Literaturnobelpreis verdient gehabt. Bob Dylan wäre aber nicht Bob Dylan, würde er nicht irgendwann mal wieder seine Fans überraschen. Im Jahre 1973 veröffentlicht der amerikanische Regisseur Sam Peckinpah den Westernfilm Pat Garrett Jagt Billy the Kid, in dem Bob Dylan zusammen mit James Coburn und Kris Kristofferson auch als Schauspieler auftritt. Er schreibt und produziert dafür auch die Filmmusik. Der Song Knocking on Heaven's Door aus dem Film soll einer seiner erfolgreichsten Songs sein. Bob Dylan bleibt sich aber treu. Wieder
frustriert er seine Anhängerschaft, bringt zwischen 1979 und 1982 drei religiös beeinflusste Alben heraus und auch diesen Weg wollen seine Fans nicht mitgehen. Und seit 1988 befindet sich Dylan auf seiner Neverending Tour rund um den Globus. In diesem Jahr übrigens auch wieder in Deutschland, in Hamburg, Dingen, Düsseldorf und Frankfurt. Und im Dezember 2016 dann der Literaturnobelpreis. Bob Dylan sagt in seiner vorhin bereits erwähnten vorgetragenen Rede, nicht ein einziges Mal hatte ich Zeit, mir die Frage zu stellen, sind meine Songs Literatur? Er dankt der Akademie, dass sie sich die Zeit genommen habe, dieser Frage nachzugehen und vor allem, dass sie mit der Vergabe des Preises an ihn eine solch wunderbare Antwort gegeben haben. Die ganze Bandbreite dieser literarischen Songs werden wir heute Abend zu Ohren bekommen. Wir haben ein breites Spektrum, auf das ich mich jetzt freue. The times, they are a-changin'.